Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Wieder Malgin. Immer wieder hier. Und jetzt trifft er. 18. Spielminute. 1:0. Ohne Coaches Challenge. Weil ohne Diskussion bei 4-4. Dennis Malgin hier. Noch ein Tor weniger als John Quenneville now. Jetzt. Now, ja. Stimmt auch. Und hier keine Abwehrchance dann für Gilles Zen. Da zaubert Malgin. Und hier das Zuspiel von Brumme auf Stronski. 1:1 Ausgleich. Die Paradelinie also, die dann fürs erste Tor zuständig ist. Matti Stronski. Hier der beste Torschütze. Der Bündner kommt nun auf 18 Treffern. Auf 18 Treffer. Und da kann dann auch ein Jakub Kovac nichts mehr ausrichten. Dann Gehring, sofort weitergeleitet. Auf Trottmann und die Scheibe im Tor. 2:1. Was für ein kurioser Treffer hier in der 26. Spielminute. Dario Trutmann ist der Torschütze. Zürcher führen wieder, aber Lukas Stob hier, der Verteidiger, lenkt da wohl ab ins eigene Gehäuse. Genau, und da sieht Zen dann gar nichts mehr, was da über seinem Dach hineinschneit. Stob im Zweikampf mit Gehring. Hier mit dem Handschuh von Skraken. Und dann fällt hier das Tor durch Magnus Nygren in der 33. Minute. Zweimal in Rückstand der HC Davos, zweimal gelingt es, eine Antwort zu geben, Magnus Nygren. Ja, in den letzten 3 Monaten ist ihm noch ein einziges Tor gelungen und das war beim letzten Besuch hier im Hallenstadion. Jetzt trifft er erneut und Kovac, ja, überrascht. Sevedo Quenneville, Tor, 3:2. Also bei Sevedo hat es dann nicht geklappt, 2-3 Mal jetzt dafür bei Quenneville. Und somit haben auf beiden Seiten die besten Torschützen getroffen. Nastransky, jetzt auch Quenneville. Und tatsächlich gehen die ZSC Lions ein drittes Mal in dieser Partie in Führung. Pedretti nimmt das Zen auch noch die Sicht. Der nächste Abschluss und tatsächlich das Tor. Garrett Rowe, 4:2. Also genau dieses Powerplay wird ausgenutzt. Und wir sind noch immer in der 38. Spielminute. Da wird getanzt. Ja, nicht überall. Dahinter wird gestaunt. Pedretti macht seinen Job erneut wieder vor Zen. Wieder Stransky. Da kommt der Praller und das Tor von Marti. 52. Spielminute.
Eigentor von Christian Marti. Und Matti Stransky dann offiziell Doppeltorschütze in dieser Partie. Und tatsächlich also auch hier ein Treffer im Powerplay. Davos hatte im zweiten Drittel Pech mit einem Gegentor. Jetzt hier die ZSC Lions. Das kann dann eben auch passieren.